Ja, liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer des heutigen Dirk-Webinars, ganz herzlich willkommen. Ein fröhliches Moin Moin von mir in die Runde. Für die, die mich nicht kennen, mein Name ist Kai Bommer. Ich bin Geschäftsführer des Dirk Deutscher Investor Relations Verband und ich freue mich heute, ankündigen zu dürfen, ein spannendes Thema, nämlich Aktionärsrechte auf virtuellen Hauptversammlungen. Hier geht es jetzt eher um eine empirische Untersuchung, wie es denn um die Aktionärsrechte in den vergangenen, ich nenne sie mal virtuellen Hauptversammlungssaisons, ausgesehen hat. Vielleicht haben wir im Nachgang noch die Chance, uns ein bisschen untereinander auszutauschen, was wir glauben, wie die Zukunft aussieht. Alle haben rechts auf der Seite auf dem Bildschirm ein Fragezeichen-Symbol. Da können Fragen eingegeben werden. Die laufen bei mir hier auf. Die können auch gerne jetzt schon eingegeben werden. Wir sammeln die aber bis zum Ende des Vortrages, wo die beiden Referenten dann die Fragen auch gesammelt beantworten können. Aber wie gesagt, eingegeben werden können die schon jetzt. Und ohne große weitere Vorrede übergebe ich damit an die beiden Referenten, Herrn Professor Dr. Stefan Schöning von der SRH Hochschule in Heidelberg, der FOM Hochschule für Ökonomie und Management und den Herrn Benjamin Rupert, der für die Commerzbank AG arbeitet, aber in Teilzeit sozusagen seinen Master gerade macht hier an der FOM Hochschule für Ökonomie und Management. Und damit gebe ich auch schon über an Sie beide, Herr Professor Schöning und Herr Rupert. The floor is yours. Ja, guten Abend von mir. Ich fange mal an, würde ich sagen, zunächst mit einer kurzen Vorstellung, die ja gewünscht war. Mein Name ist Benjamin Ruppert und besondere Grüße an der Stelle auch an meine Kollegen von IR Commerzbank in Frankfurt, aber auch an meine Kollegen von PB in Stuttgart. Ich bin nämlich in Stuttgart bei der Commerzbank angestellt als Senior-Kundenbetreuer und berate im Private Banking vermögende Kunden und da halt auch hauptsächlich in der Kapitalanlage und Kapitalmarktinstrumenten. Und nebenberuflich eben an der FOM Hochschule für Ökonomie und Management. In Berührung mit Investor Relations kam ich tatsächlich schon vor gut mehr als 10 Jahren. Damals habe ich bei iVox in Karlsruhe in den Anfangsjahren als ersten Proxy Advisor arbeiten dürfen und mitwirken dürfen von damals unter Alexander Juschus. Der Proxy Advisor ist ja dann in Glass Lewis aufgegangen. Aber seitdem haben mich die Kapitalmarktthemen und Kapitalmarktkommunikation nicht losgelassen. Und auch aktuell in meiner Masterthesis haben mich diese Themen wieder beschäftigt. Ich habe Shareholder Engagement von Fonds und Asset Managern in Bezug auf Nachhaltigkeit untersucht und ja, bin weiter an den Themen dran eben. Herr Schöning. Ja, Teilnehmer auch von meiner Seite, herzlich willkommen. Mein Name ist Stefan Schöning. Ich habe einen Lehrstuhl an der SRH Hochschule für Heidelberg für allgemeine Betriebswirtschaftslehre und Finance. Und nebenberuflich bin ich dann tätig für die FOM Hochschule am Standort Stuttgart. So ist dann auch der Kontakt zu Herrn Rupert entstanden. Und mein Forschungsschwerpunkt ist eigentlich eher auf der Loan-Seite, also auf der Kreditseite. Aber nichtsdestotrotz, natürlich als Forschender ist man auch gerne im Bereich des Eigenkapitals unterwegs. In den letzten Jahren war ich auch durchaus ein bisschen habe ich ein bisschen etwas weiter mein Feld gespannt und habe mich dem Controlling-Bereich gewidmet. Aber auch da geht es natürlich um Reporting. Ich werde Sie heute, wenn ich einmal zurückklicke, durch den ersten Teil führen. Und dieser erste Teil bedeutet eben, dass wir zunächst einmal uns schauen, was wurde denn da bei dieser Untersuchung gemacht? Was war davor? Denn es gibt schon ein Vorleben, um dann in der Tat das Untersuchungsdesign vorzustellen. Und danach die Ergebnisse. Und ich bin schon sehr, sehr gespannt, gespannt wie ein Flitzebogen, was denn dann bei Q&A auf uns zukommt. Also, gehen wir mal hinein. Und ich bin leider im Moment, ja, so, es dauert immer einen kleinen Moment. Wenn wir uns mal zurückerinnern. Es war das Frühjahr 2020 und wir hörten in den Nachrichten, dass irgendwo in China mal wieder eine Grippe ausgebrochen war. Dann glaube ich, wenn wir da uns zurückerinnern, dann war die Situation im Prinzip so, dass wir gedacht haben, naja, okay, ob da in China eine Sackkarre umfällt oder eine neue Grippe ausbricht,
Wir hatten schon vorher die Schweinegrippe und wir hatten die Hühnergrippe und es kam halt eine neue Grippe. Ich glaube, keiner von uns hat in dieser Situation so gesehen, was da in einer sehr, sehr schnellen Geschwindigkeit über uns hineingebrochen ist. Unsere Hochschule, so wie alle anderen Hochschulen, waren innerhalb von 14 Tagen aus der Situation Präsenzbetrieb in den 100%igen Online-Betrieb. Genauso war es mit den Mitarbeitern. Und jetzt sind wir mitten beim Thema. Plötzlich stellten Gesellschaften, Aktiengesellschaften, aber auch eben sämtliche weitere Rechtsformen, bei denen verpflichtend eine Aktionärs- oder Mitglieder- oder Gesellschafterveranstaltung in Präsenz vorgesehen war, dass dieses durch die Pandemie und die dazukommenden Versammlungsverbote in der Form nicht möglich war. Und an dieser Stelle hätten Aktiengesellschaften durchaus damals schon die Mittel gehabt, auf vorherigen Hauptversammlungen über die Möglichkeiten von virtuellen Hauptversammlungen abzustimmen und das in die Satzung aufgenommen. De facto, wenn man es untersucht, haben das nur ein Bruchteil der Unternehmen tatsächlich gemacht, sodass letztendlich die Hauptversammlungssaison 2020 am seidenen Faden hing, sprich ohne das dann am 27.03.2020 erlassene Gesetz zur Abmilderung der Covid-19-Pandemie hier eine Durchführung der Hauptversammlung gar nicht möglich gewesen wäre. Das Gesetz kam dann also und es wurden dann die zu den virtuellen Hauptversammlungen eingeladen. Und beim Blick in dieses Gesetz war relativ schnell schon beim Vergleich der jeweiligen Rechte deutlich, dass letztendlich ein Teil der Rechte von Aktionären so ziemlich ähnlich auch in virtueller Form durchgeführt werden konnte. Allerdings die Regelungen bezogen auf die Aktionärsrechte in Bezug auf das Rederecht und das Fragerecht dann doch ein wenig abgewandelt wurden gegenüber einer klassischen Hauptversammlung in Präsenz, sodass relativ früh schon der Vorwurf kam, dass eben eine derart durchgeführte Hauptversammlung bestimmte Aktionärsrechte beschneidet. Nach dem Ende der HV-Saison 2020 haben wir dann eine erste Studie durchgeführt, einen Blick auf 10 DAX-Gesellschaften, um einmal zu prüfen, ja, wie war es denn in dieser ersten Saison. Und tatsächlich zeigte diese Stichprobe, dass die Durchführung vergleichsweise reibungslos war, aber genau dieses Thema, dass einzelne Aktionärsrechte beschnitten wurden, insbesondere die Thematik Fragemöglichkeit, doch eine vertiefte Untersuchung erfordern wurde. Da waren wir nicht ganz alleine. Es gab ja mehrere andere Studien in diesem Zeitraum und am Ende muss das irgendwie auch dem Gesetzgeber zu Ohren gekommen sein, sodass ja dann am 22.12.2020 ein Änderungsgesetz erlassen wurde für die jetzt im Jahr 2021 stattfindende HV-Saison, wo unter anderem, das ist einer der zentralen Punkte, eben diese Fragemöglichkeit in ein Fragerecht umgewandelt wurde. Dann fand ja nun in diesem Jahr die Hauptversammlungssaison statt. Und auch zu dieser Saison haben wir dann eine Studie durchgeführt, dieses Mal nicht in Form einer Stichprobe, sondern in Form
einer Vollerhebung, dazu komme ich gleich noch, und ergänzt um ein einfaches Governance-Punkte-Ranking und den Vergleich mit den entsprechenden Untersuchungen der Deutschen Vereinigung für Finanzanalyse und Asset Management. So, was haben wir konkret gemacht? Wie war die Methode? Welche Daten sind eingeflossen? Sie sehen es hier, damals hatten wir ja noch den DAX 30 und aus diesem DAX 30 haben wir 29 Unternehmen untersucht. Warum nur 29? Das hängt ganz einfach damit zusammen, dass die Linde ja nicht nur eine irische Rechtsform hat, sondern auch nach irischem Recht geführt wird und dementsprechend auch den irischen Corona-Regelungen unterliegt, weil eben auch der Sitz ja nun nicht in Deutschland ist. Deswegen ist die Linde ausgeschlossen. Alle anderen Gesellschaften, unabhängig davon, ob sie nun eine deutsche Aktiengesellschaft sind oder aber europäische Pendants, wurden betrachtet, weil eben der Sitz in Deutschland sich befindet und dementsprechend diese Gesellschaften in Bezug auf Corona eben die deutschen Regelungen voll und ganz anzuwenden haben. Das also erklärt erstmal die 29. Die Zusammensetzung des DAXes wurde zum Stichtag 1.3.2021 gewählt. Das war also vor dem Wechsel der DAX-Zusammensetzung von Beiersdorf auf Siemens Energy. Das heißt also, in die Untersuchung eingeflossen sind alle Gesellschaften, die am 1.3.2021 Mitglied im DAX war, unabhängig davon, ob sie in der Zeit davor schon im DAX waren. Also es wurden alle die 2021 Mitglied waren, betrachtet über den gesamten Zeitraum von 2016 bis 2021. Wir haben also Gesellschaften dabei, die eben 2017 oder 2018 noch nicht DAX waren, dann erst später aufgenommen worden sind. Die sind dann halt berücksichtigt. Diejenigen, die vorher ausgeschieden sind, dann entsprechend nicht. Soweit also erstmal die Zusammensetzung. Es gilt, ein paar Besonderheiten zu beachten, die daraus zunächst einmal resultieren, dass eben einige Gesellschaften in 2021 im DAX waren, die nicht über die gesamte Zeit überhaupt entstanden. Das war zum Beispiel bei Delivery Hero der Fall. Und wir haben eine ganz kleine Besonderheit bei der Deutschen Post, wo nämlich 2016 und 2017 die Daten für uns nicht verfügbar waren. Dementsprechend hier dann eben auch die beiden Hauptversammlungen nicht berücksichtigt werden konnten. So, das ist also erstmal das Thema Zusammensetzung. Und dann gibt es noch eine weitere Besonderheit zu berücksichtigen, nämlich die Hauptversammlungen von Infineon und von Siemens waren 2020 vor der Pandemie und 2021 vor dem geänderten Bestimmungen zur Hauptversammlung. Das gilt es also zu berücksichtigen. Wir haben also jetzt hier die 29 Unternehmen. Insgesamt flossen die Daten von 172 Hauptversammlungen, eben diejenigen, die vor dem Ausbruch der Pandemie stattfanden und diejenigen, die dann in 2020 stattfanden und nach der Änderung 2021. Dann ist die Frage, wie wurden die Daten erhoben? Das sind natürlich zunächst einmal die öffentlich verfügbaren Einladungen zur VV, die Tagesordnung und dann auf die Abstimmungsergebnisse. Zum Teil wurde auf die Investor Relations
Seiten zurückgegriffen, um bestimmte Daten zu bekommen. Und in einigen Fällen wurden die Ergebnisse dann angefragt, die also nicht öffentlich verfügbar waren, angefragt bei den Investor Relations Abteilungen. Das ist dann natürlich aus wissenschaftlicher Sicht durchaus mit gewissen Einschränkungen verbunden, insofern als dass diese Angaben, aber das ist nur ein relativ kleiner Umfang, diese Angaben nicht extern überprüfbar sind. Alle anderen sind eben veröffentlicht, kann also jederzeit dann auch das Ergebnis nachgeprüft werden. Bei einigen war das eben nicht der Fall. Das geht hauptsächlich um die Frage der Präsenz der eingegangenen Anfragen und Ähnlichem. Dass, wenn das eben nicht verfügbar war, das dann recherchiert wurde. Im Folgenden sehen Sie dann noch, wie denn nun tatsächlich die verschiedenen Aktionärsrechte operationalisiert wurde, was wir also erhoben haben, um die Rechte der Aktionäre dann näher zu betrachten. In Bezug auf das Teilnahmerecht ist das relativ einfach. Da sind eben die entsprechenden Präsenzdaten zu erheben. Dann haben wir die Frage oder das Recht auf Ergänzung der Tagesordnung. Hier haben wir zwei Anträge gesehen, eine bei der Deutschen Telekom und einmal bei Siemens. Wir haben die Ausübung des Antragsrechts über die Anzahl der gestellten Gegenanträge operationalisiert, dann das Auskunftsrecht über die Fragemöglichkeit und das Fragerecht und das Stimmrecht entsprechend über die Abstimmungsergebnisse. Darüber hinaus haben wir betrachtet, mit welcher Frist denn nun die Hauptversammlungen einberufen worden sind und mit welcher Frist und in welchem Umfang auch dann entsprechende Fragemöglichkeiten eingeräumt worden sind. Das Ganze also ein Design, was zunächst einmal, und das ist auch das primäre Ziel, eine Vergleichsgrundlage schafft, um zu sehen, wie denn nun in den beiden Jahren die Regelungen umgesetzt worden sind und wie sie im Vergleich zu den traditionellen Präsenzhauptversammlungen dann ausgefallen sind. Die Ergebnisse stellt Ihnen jetzt Herr Ruppert vor. So, ja, kommen wir nun zu den Ergebnissen. Sie sehen auf dieser Folie in der ersten Tabelle die Daten zu den Präsenz- und Briefwahlstimmen und soll im Wesentlichen die Ausübung des Teilnahme- und Stimmrechts abbilden. Und wenn wir die Präsenzen der letzten Jahre ansehen, dann sehen wir hier einen positiven Trend der stetigen Zunahme. Und dieser stetige Trend hat auch in 2020 sich fortgeführt, in 2021 ist er wieder leicht zurückgegangen. Aber was man feststellen muss, ist, dass der Trend von vor Corona zum Corona-Jahr nicht übermäßig angestiegen ist, zumindest nicht größer angestiegen ist, als die Standardabweichung vermuten lässt. Von dem her gibt es in der Präsenz keinen Hinweis darauf, dass das Teilnahmerecht eingeschränkt worden wäre. Bei der Briefwahl bei den Briefwahlstimmen ist das anders festzustellen, denn hier haben wir ja einen deutlichen Anstieg von 2019 zu 2020 zu verzeichnen, ja mehr als das Doppelte, was unter anderem darauf zurückzuführen ist, dass einige Gesellschaften erstmals 2020 angeboten haben, Briefwahlstimmen überhaupt zuzulassen und diese auch zahlreich benutzt worden sind. Auch in 2021 gab es einen erneuter hoher Anstieg der Briefwahlstimmen und im Gegensatz dazu dann eben die vertretenen Stimmen, die vor Ort vertreten waren, dann entsprechend weniger zugenommen haben oder rückläufig waren. Auf dieser Tabelle sehen Sie nun die Fristenpraxis, Anträge und Wahlvorschläge, die im Wesentlichen Antragsrecht und das Recht zur Ergänzung der Tagesordnung abbilden sollen. Und man sieht, dass in den Jahren vor Corona die HV im Schnitt mit einer Frist von 45,2 Tagen eingeladen worden ist und vorgeschriebene gesetzliche Frist sind 30 Tage. Durch die Corona-Gesetzgebung wurde diese Frist dann ja in 2020 auf 21 Tage
reduziert und wurde auch von einigen Gesellschaften soweit genutzt. Daher hatten wir eine durchschnittliche Einladung von 35,8 Tagen, was sicherlich auch an der kurzen Frist von März und von der aufkommenden HV-Saison auch zurückzuführen ist. Das Covid-19-Gesetz reduzierte aber auch die Frist für die Einreichung der Tagesordnungsergänzungsverlangen von 30 auf 14. Und das hat man dann auch hier gesehen, dass 2020 die früheren Jahre, die mit 30 Tagen befristet waren, auf 23,4 im Schnitt Gebrauch genommen wurde und in 2021 aber wieder auf den Standard von vor Corona auch zurückgegriffen worden ist. Bei der Frageneinreichung, da ist es so gewesen, dass das Covid-19-Gesetz ursprünglich 2 Tage mit Frist vor der HV angesetzt hatte und in 2021 dann mit dem Änderungsgesetz diese Frist von 2 auf 1 Tag reduzierte. Wir haben hier in 2021 eine durchschnittliche Frist von 1,1 Tagen gesehen, weil hier auch, wie Professor Schöling angesprochen hatte, ja Siemens und Infineon noch im alten Fristenregime sich befunden haben und nur 2 Tage und nicht ein Tag geben musste. Anträge und Wahlvorschläge wurden seitens der Aktionäre vor Corona etwa mit 3,6 Stück je Gesellschaft und je HV eingereicht, wobei man sagen muss, dass wir hier jeweils nur die Anträge und Wahlvorschläge berücksichtigen konnten, die zugänglich zu machen waren, also vor der HV. Und wie es mit Anträgen während der HV aussieht, konnten wir natürlich nicht berücksichtigen, weil hier keine öffentlichen Datenlage vorhanden ist. Allerdings ist hier bei den Anträgen auch eine deutliche Streuung bemerkbar. Beispielsweise ist hier die Volkswagen AG zu nennen, die bei Hauptversammlungen zu Zeiten des Abgasskandals auch mal Anträge von deutlich über 30 gestellt worden sind und auch bei Hauptversammlungen der Deutschen Bank teilweise mehr als 30 Anträge zu behandeln waren. Auf der anderen Seite sind Beiersdorf, Henkel, Merck oder SAP zu nennen. Bei diesen Gesellschaften sind während des gesamten Betrachtungszeitraumes keine einzigen Anträge angefallen, die zugänglich zu machen gewesen wären und hier auch nicht behandelt werden mussten, was im Großen sicherlich auch an Aktionärsstrukturen individuell liegt, aber auch in speziellen Einzelfallthemen natürlich bei den Gesellschaften. Zumindest seit dem Tiefstand 2018, hier hatten wir 2,8 Anträge noch gesehen, wieder ein leicht ansteigender positiver Trend zu sehen. Dieser hat dann auch über die Pandemie hinaus 2020 und 2021 angehalten. So kann man auch sagen, dass hier keine wesentliche Einschränkung in der Ausübung des Antragsrechts zu sehen ist. Als nächstes komme ich nun zum viel diskutierten Auskunftsrecht bzw. Fragerecht auch, sicherlich am häufigsten diskutiert wurde bzw. wurde am häufigsten kritisiert, eben dass die virtuelle HV das Auskunftsrecht deutlich beschneiden würde. Da aber leider nicht veröffentlicht wird von den Gesellschaften, wie viele Fragen insgesamt denn eingereicht werden, wie viele Fragen am Ende wie auch im Detail beantwortet werden, ist halt hier auch eine fundierte wissenschaftliche Analyse nur eingeschränkt ausführbar. Das Covid-19-Änderungsgesetz hat ja immerhin dann die ursprüngliche Fragemöglichkeit von 2020 zu einem echten Fragerecht im Covid-19-Regime 2021 erhoben. Und das hat uns dann zum Anlass genommen, ein Governance-Punkte-Ranking, das Sie hier schon sehen, in der ersten Tabellenhälfte zu verfassen, mit Berücksichtigung von den Punkten, die über den gesetzlichen Rahmen auch hinaus von den Gesellschaften gewährt worden sind. Und hier sieht man, dass immerhin 15 Gesellschaften neben den Fragen auch Stellungnahmen per Videobotschaften zuließen und daneben auch, es waren 11 Gesellschaften, schriftliche Stellungnahmen zuließen, des Weiteren auch 6 Gesellschaften sogar Nachfragen auch live auf der HV zugelassen haben. Hier ist sicherlich auch herausstechend zu nennen die Deutsche Bank, die die Nachfragen live auf der HV auch per Videoübertragung zuließ als einzige Gesellschaft und somit kann man sagen, der Präsenz-HV schon doch deutlich nahe gekommen ist. Was die Vorstandsreden angeht, sind fast bei allen Gesellschaften, mit Ausnahme der letzten dreien, die Vorstandsreden vorab schon veröffentlicht worden, zumindest in Teilen, manchmal in Stichworten, manchmal auch in Video,
Botschaften praktisch. Aber dieser Punkt war auch in der HV-Saison 2020 hervorgestochen, den viele Aktionärsvertreter gefordert haben, weil in der ersten HV-Saison der Corona-Pandemie nur eine Handvoll Gesellschaften die Vorstandsrede vorab veröffentlichten. Aber diese Saison, dieses Jahr, so gut wie alle, bis eben, wie gesagt, auf Ausnahme von drei Gesellschaften, das nicht vollzogen haben. Jetzt haben wir hier einen Vergleich angestellt mit der DVFA. Die DVFA bringt ja jedes Jahr seit einigen Jahren schon eine Corporate Governance Scorecard heraus und berücksichtigt dabei einige Punkte im Bereich guter Governance fürs ja, vom deutschen, aber auch internationalen Aktienrecht und weiteren Standards, die sie hier berücksichtigt. Und man sieht hier schon, dass sich hier eine Korrelation ergeben hat und dass man die erstgenannten Gesellschaften, jetzt E.ON Deutsche Börse oder Bayer AG, die bei uns die ersten drei Plätze gemacht haben, auch bei der DVA-Scorecard ziemlich weit vorne auch sind. Und lässt sich eben feststellen, dass Gesellschaften, die in den vergangenen Jahren schon eher von einer guten Governance gezeugt haben, auch im Pandemiejahr wieder ja, als Vorreiter anzusehen sind. Auf der anderen Seite, wenn wir auf die untere Seite der Tabelle schauen, ist das gleiche Bild zu sehen, dass die letztgenannten Siemens, Delivery Hero oder Volkswagen, die eben rein das gesetzliche Minimum erfüllt haben und darüber hinaus keine weiteren aktionärsorientierte Umsetzung zeigten, dass auch die bei der DVFA eher am unteren Ende angesiedelt waren. Jetzt hat ja die DVFA auch vor einigen Tagen die Scorecard für dieses Jahr, für diese HV-Saison ausgegeben, und da habe ich mir auch die Daten hier nochmal angeschaut und daneben gelegt, und es zeigt sich auch wieder das gleiche Bild, sind die gleichen Gesellschaften vorne in den vorderen Rängen und auch die gleichen Gesellschaften wie bei den Jahren zuvor eher an den unteren Rängen. Das heißt, frühere Vorreiter oder frühere Vorzeigegesellschaften sind auch dieses Jahr wieder vorbildlich gewesen, wenn man das so eben bewerten möchte. So komme ich dann nun zum Schluss. Was lässt sich denn eigentlich abschließend aus unserer Untersuchung feststellen denn nun? Zumindest anhand aller verfügbarer Daten und der von uns bestmöglich ausgeführten Operationalisierung der wesentlichen Aktionärsrechte, ist eine objektive und wissenschaftliche Schlussfolgerung, dass man insgesamt keine wesentliche Einschränkung der Aktionärsrechte im virtuellen Umfeld im Vergleich zu den Präsenz-HVs der Vorjahre feststellen kann. Das Auskunftsrecht allerdings hier, muss man sagen, ist in Teilen eingeschränkt. Ja, das ist klar, das liegt an den Pandemiebedingungen auch. Aber immerhin muss man auch feststellen, dass mehr als die Hälfte der betrachteten Gesellschaften hier auch mehr zugelassen haben, als es die gesetzlichen Rahmenbedingungen vorschreiben und somit mit einer aktionärsorientierten Umsetzung auch das Ganze gehandelt haben. Was lässt sich als Fazit ziehen? Auch die kommende HV-Saison werden Sie wieder die gleichen oder zumindest, wie es im aktuellen Stand aussieht, die gleichen Laborbedingungen vorfinden wie in diesem Jahr, sofern der Gesetzgeber nicht nochmal weitere Änderungen vornehmen wird. Die virtuelle HV-Saison ist somit um mindestens ein Jahr auch nochmal weiter verlängert worden und bietet die Chance, weiter die virtuelle HV ausgiebig zu testen. Ich denke, technische Voraussetzungen sind weitgehend vorhanden, auch für eine stärker aktionärsorientierte Lösung gegeben und wurden hier und da auch in der Vergangenheit auch schon genutzt. Mehr Diskussion, kann man sagen, ist durchaus möglich. Es ist bestimmt auch noch Luft nach oben. Ob das allerdings der wünschenswerte Weg ist und ob das, inwieweit die HV der Zukunft auch aussehen soll, das liegt natürlich dann auch jetzt nicht mehr in unserer Bewertung, sondern das überlassen wir dann den Aktionären, beziehungsweise Ihnen und dem Management und am Ende der Hauptversammlung selbst natürlich, die ihre Rolle selbst bestimmt und die Rolle in der Meinungsbildung und Willensbildung tatsächlich ausübt. Sicherlich ist auch zu erwähnen, dass vor dem Hintergrund zunehmender Relevanz von ESG-Themen oder ESG-Kriterien seitens der Aktionäre, und zwar seitens der institutionellen Investoren, genauso wie seitens der Privatinvestoren, zunehmende Relevanz haben und daher sicherlich auch in der Zukunft
Governance-Themen in Bezug auf die virtuelle HV oder auf die Ausrichtung einer HV der Zukunft virulent werden. Und dies soll mein Schlusswort sein zur Eröffnung der Fragerunde. Und wir sind sehr gespannt auf Ihre Fragen und auf die Diskussion. Ich hoffe, dass es sehr rege sein wird. Und wünsche ja vorab schon mal frohe Weihnachten und selbstverständlich ein gutes Gelingen der aufkommenden neuen virtuellen HV-Saison. Dankeschön. Ja, ganz herzlichen Dank, Rupert, Professor Schöning. Es sind schon die ersten Fragen hier eingekommen, auch nochmal, aber trotzdem an alle der Hinweis, rechts auf Ihrem Panel müsste ein Fragezeichen sein, wo Fragen eingegeben werden können. Wir haben über 175 Teilnehmer momentan hier im Webinar und aus unterschiedlichsten Richtungen. Deswegen freue ich mich hier auch auf eine lebhafte Diskussion, kann mich den Worten von Herrn Rupert nur anschließen. Hier eine der ersten Fragen, die hier einkamen, Herr Schöning, Herr Rupert, haben Sie auf dieses Ergebnis und auf Ihre Studie schon mal Feedback von Investoren eingeholt oder ist Ihnen das zugetragen worden? Wie haben die darauf reagiert, vor allen Dingen auf Ihr Fazit, dass es, ich sage mal, insgesamt keine wesentlichen Einschränkungen der Aktionärsrechte im virtuellen Umfeld gibt? Ich glaube, der Hintergrund der Frage ist, dass wir das durchaus anders wahrnehmen und uns als Emittentenvertreter das öfter zugetragen wird. Bevor Sie die Frage beantworten, einen Hinweis noch. Wenn Sie Fragen stellen oder wenn ihr Fragen stellt, bitte gerne reinschreiben, ob ich sagen soll oder erwähnen darf, wer die Frage stellt. Wenn das nicht der Fall ist, dann stelle ich die neutral, um hier niemanden da ungewollt in den Vordergrund zu stellen. Aber wer gerne auch einen Namensbeitrag leisten möchte, der kann das gerne noch mit da reinschreiben. Nun aber zur Beantwortung der Frage an Sie, Herr Schöning hier. Ja, lässt sich kurz beantworten. Wir haben keine Rückmeldung bekommen von konkreten Investoren, von Aktionären. Wir haben eher Rückmeldungen von Emittenten bekommen, vereinzelt, aber von Investoren nicht. Eine weitere Frage hier ist, haben Sie offensichtlich nicht näher oder intensiv untersucht, aber haben Sie ein Gefühl oder haben Sie mal einen Blick drauf geworfen, wie so eine Analyse, wie Sie die durchgeführt haben, bei MDAX-Unternehmen aussehen würde? Haben Sie da ein Gefühl? Würde die Punktzahl ähnlich verteilt werden wie bei DAX-Unternehmen oder würden Sie vermuten, dass da geringere Punktzahlen erreicht werden? Ja, das wäre natürlich eine Vermutung. Belegen kann ich das nicht. Man könnte die DVFA-Zahlen, die ja auch für die MDAX-Gesellschaften gemacht wird, die verteilen sich ähnlich, ja. Wobei es gibt da einen unteren, am unteren Ende beim MDAX eine größere Verteilung als jetzt am grünen Ende bei den besseren Gesellschaften sozusagen. Die DVFA macht ja auch so eine Ampellogik mit Grün, Gelb und Rot. Aber selbst habe ich mir die MDAX-Gesellschaften gar nicht angeschaut. Das wäre aber natürlich eine ganz tolle Idee, jemanden da auch mal dann vertiefend dran zu setzen, um einen entsprechenden Vergleich durchzuführen. Das hängt aber natürlich auch so ein bisschen zusammen, damit zusammen, dass alleine schon die Durchführung für den DAX doch ganz schön umfangreich ist, insbesondere wenn dann eben Dinge oder Informationen nachrecherchiert werden müssen. Also es ist schon nicht mal so eben an einem Nachmittag gemacht. Also von daher, das ist sicherlich eine sehr, sehr interessante, interessanter Aspekt. Ich würde die Vermutung zunächst mal so auch aussprechen, aber das ist jetzt nicht so, dass das in irgendeiner Form mit anderen, mit Untersuchungen, eigenen Untersuchungen belegt ist. Wir haben hier eine Anmerkung, Frage von Matthias Höret. Vielen Dank dafür. Der darauf hinweist, dass die Tatsache, dass wie viele Fragen gestellt wurden, beantwortet wurden, ob es Nachfragen gab, ob es Widerspruch zum Protokoll aufgrund Auskunftspflichtverletzungen gab, welche Auswirkungen der Wegfall spontaner Anfragerechte hatte, das ließ sich ja nach Ihrer Aussage nicht untersuchen, mangels der Datenbasis. Deswegen sagt er, wäre er vorsichtig mit der Aussage, Aktionärsrechte würden nicht beschnitten sein. Wie würden Sie das kommentieren? Ja, also da hat er schon recht. Wir haben da keinen Zugriff auf diese Daten. Man kann hier keine Bewertung vornehmen. Wir mussten uns hinsichtlich des Auskunftsrechts der Daten bedienen, die wir eben haben.
Und da war die Frage, inwieweit kann man hier eine Diskussion abbilden? Und da war halt eben ein Instrument die Vorstandsrede, die vorab veröffentlicht wird, die zur Diskussion beiträgt oder auch, dass die Stellungnahmen akzeptiert werden, weiter oder auch Nachfragen vor Ort in der HV. Aber was in der HV selbst passiert, diese Daten sind halt nicht öffentlich zugänglich. Deswegen können wir da keine Meinung zu abgeben. Wir konnten nur die, wie ich eben genannt habe, die Daten zu einem Vergleich eben anstellen. Diana Klein, Vorstand bei unserer Schwesterorganisation, dem CIRA aus Österreich, fragt: Was würden Sie jemandem antworten, der sagt, dass ein Großteil der KleinaktionärInnen über keinen ausreichenden Zugang zum virtuellen Format verfügt, zum Beispiel technische Infrastruktur, sodass es zu einer Schlechterstellung dieser Gruppe kommt? Also ich denke, das ist auch eine Vermutung, ob jetzt Kleinaktionäre keine technischen Voraussetzungen haben und dann deswegen nicht an der Hauptversammlung teilnehmen können. Das wäre jetzt nicht meine Vermutung, aber wenn das so ist, dann muss man das feststellen, ja. Kann ich dem nichts entgegensetzen. Also da hätte ich schon dagegen gestellt, dass auch die Teilnahme an einer Präsenz-HV ja nun nicht in aller Regel nicht ohne mehr oder weniger großen Aufwand verbunden ist. Und ich aus meinem sonstigen Umfeld, gerade so was öffentliche Vorträge angeht, auch in einem Bereich, in dem wir uns nicht im universitären oder im Hochschulbereich befinden, sondern bei den ganz normalen Menschen mittlerweile es überhaupt kein Thema mehr ist, in virtueller Form an einem Vortrag teilzunehmen. Also von daher, das mag nicht jeder programmieren können, aber einen Zugang ist zu derartigen Formaten ist, da haben wir, glaube ich, in den letzten 2 Jahren einen Sprung erlebt, den keiner von uns auch für möglich gehalten wird, hat. Und dass also selbst diejenigen, für die das vor 2 Jahren völlig unvorstellbar war, mittlerweile sich einen Zugang verschaffen können, ob es ihr eigener ist oder aber der von ihren Kindern. Aber da haben wir ja nun einen Fortschritt erlebt, der für mich auch die Chance beinhaltet, eine Teilnahme in Zukunft, wenn dann die Pandemie hoffentlich irgendwann mal beseitigt oder überwunden sein sollte, auch einen Zugang zu ermöglichen auf diesem Wege, der eben ohne Reiseaufwand verbunden ist. Das wäre zumindest so meine Vorstellung einer zukünftigen Hauptversammlung oder auch eine Anregung, dass man eben nicht wieder zurück in die voll analoge Welt zurückkehrt, sondern hier schon ein Format erfindet oder definiert, wo es beides möglich ist. Wobei als Hochschullehrer ich eben auch sagen muss, Präsenz ist klar, online funktioniert auch ganz gut. Das größte Thema ist, online und offline oder Präsenz zu verbinden, also in eine hybride Form zu machen, weil das schon sehr, sehr viel technischen Aufwand erfordert und darüber hinaus auch die Chancengleichheit natürlich sehr, sehr genau beobachtet werden muss. Also von daher, ich sehe diesen Punkt nicht so sehr. Das wäre vor 2 Jahren sicherlich ein sehr, sehr bedeutsamer Punkt gewesen. Mittlerweile haben wir uns dort doch ganz schön entwickelt. Das Stichwort hybrides Format ist ein sehr, sehr gutes. Da komme ich gleich nochmal drauf zurück. Das ist etwas, was uns auch sehr stark als Verband in unserer politischen Diskussion auch umtreibt. Wir haben noch ein paar Fragen, die ich gerne nochmal so loswerden wollen würde. Ihre Tabelle 1, in der Sie aufgeführt haben, auch die vertriebenen Aktien zu Grundkapital, daraus lässt sich schließen, dass ich sag mal, Teilnahmequote eben nicht gestiegen ist im Vergleich zu den Vor-Corona-Jahren. Was ja doch der allgemein häufig geäußerten Hoffnung mit virtuellen Hauptversammlungen erreichen wir eine breitere Aktionärsbasis zu widersprechen scheint. Ist das eine richtige Analyse, wenn man das so sieht? Also im Jahr 2020, im ersten Corona-Jahr,
gab es ja nochmal einen Anstieg. Von 2019 hatten wir ja 62% und 2020 dann knapp 64%. Gab es ja nochmal weiterhin einen Anstieg und in 2021 nochmal ein leichter Rückgang. Und die Tendenz hatte ich ja auch vorhin erwähnt, seit 2016 kann man sagen, ist schon stetig weiter am Steigen. Dann haben wir hier noch eine Frage. Sehen Sie eine Einschränkung des Aktionärsrechts durch ein Hygienekonzept, zum Beispiel 3G bei einer Präsenzveranstaltung? Weil halt Leute, die nicht oder Personen, die nicht unter 3G fallen, dann nicht daran teilnehmen können. Ja, Jetzt würde ich wenn jetzt keine. gern Kurz Sie. antworten Sie gerne. Also ich würde da, also zum einen ist das eine sehr, sehr politische Frage. Und gerade was wir in unserer Gesellschaft im Moment überlegen und auch erleben, sicherlich eine hochgradig auch zweischneidige. Aber was spricht denn dagegen, wenn man sich nicht impfen lässt, dann zumindest testen zu lassen? Also diese Diskussion möchte ich zum einen nicht vollständig einsteigen, aber also diese Möglichkeit scheint mir auch für jemanden, der eine ganz abweichende Meinung insgesamt zum Thema Impfen hat, aber ist das sollte eigentlich nicht das Thema sein. Und es spricht natürlich schon dafür, über Formate weiter nachzudenken, wo man nicht physisch präsent sein muss, denn gut, man darf nie halt nie vergessen, es gibt Menschen, die trotz Impfung oder die trotz Impfung gefährdet sind oder aber die sich aus verschiedensten Gründen nicht impfen lassen können. Und da ist natürlich dann ein Format ohne physische Präsenz ein relativ großes, ein großer Vorteil. So etwas erleben wir an den Hochschulen aktuell in sehr hohem Umfang. Und zum Teil auch in der Tat, dass wir feststellen, wir dürften zwar noch, aber es ist überhaupt sinnvoll, weil eben Menschen gar nicht kommen wollen. Und es handelt sich um dann ja bei uns im Hochschulbereich um jüngere, auch hauptsächlich um jüngere Menschen. Und selbst wenn die nicht kommen wollen, obwohl sie könnten, weil obwohl sie geimpft sind, dann muss man das natürlich genauso zur Kenntnis nehmen, wie wenn es um das Thema Hauptversammlung geht. Hier kommen jetzt zahlreiche Fragen. Find ich super. Hier kommt ganz viel rein. Ich versuche das so ein bisschen mal zu bündeln und zu sortieren auch. Ein paar Verständnisfragen ein Stück weit nochmal zu Ihrer Studie. Kann man Teil des Teilnahmerechts und die Teilnahme an der V anhand der Präsenzzahlen messen? Denn die Präsenz zeigt ja nur die Zahl der abgegebenen Stimmen. Diese wurden ganz überwiegend durch die bevollmächtigten Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft abgegeben. Ja, aber es ist ja auch eine Form der Teilhabe und daran haben wir uns, ja, bei der Operationalisierung mussten wir uns halt irgendwo an den vorhandenen Daten festhalten und das hat, ja, ist natürlich in Teilen auch richtig so. Aber am Ende wurde die Aktionärsstimme des einzelnen Aktionärs ja dann trotzdem ausgeübt und hat Gehör gefunden oder war vorhanden, zumindest ob jetzt physisch oder virtuell. Aber zu differenzieren jetzt, woher am Ende genau und in welcher Form, das war hier an der Stelle nicht möglich. Ich würde, weil hier gehen jetzt eine ganze eine Mischung aus Fragen und Kommentaren kommt bei mir ein zum Thema Hybrid. Und was Sie sagten, Herr Schöning, dass Sie kein Freund des hybriden Formats sind. Das deckt sich sehr mit unserer Einschätzung, jetzt auch dirkseitig, da wir sagen, Hybrid ist so doppeltes Risiko, doppelte Kosten und das ist nicht ganz klar. Dennoch hören wir vermehrt aus Investorensicht die Forderung oder den Wunsch nach einem hybriden Format, wobei uns immer noch nicht ganz klar ist, was genau damit gemeint ist, weil wenn man dann ein bisschen das hinterfragt, hat man immer den Eindruck, naja, es soll schon eine Präsenzveranstaltung sein, aber mit Online-Elementen, also mit Übertragung, vielleicht sogar im optimalen Fall mit der Möglichkeit, Fragen zu stellen da rein oder sowas. Aber die Basis soll immer auch gesetzlich und was die Rechtsfolgen angeht, das Konzept der physischen Hauptversammlung sein.
Also Was da haben ist Sie Ihre nicht ganz. Einschätzung? Oder wenn Sie da noch ein bisschen elaborieren würden, wenn Sie sagen, Hybrid ist nicht das perfekte Format, was Ihre Meinung zu dem Thema ist? Und ich lade gerne auch alle Zuhörerinnen und Zuhörer ein, da nochmal auch Kommentare und Meinungen zu abzugeben. Also zunächst einmal, da haben Sie mich nicht ganz so wiedergegeben, wie das gemeint war. Hybrid, Entschuldigung, ja. ja, also Hybrid ist schon ist eine sehr große Herausforderung, die, wenn man dann es für als sinnvoll erachtet und die technischen Voraussetzungen dafür hat, ist eine schon das ist durchaus sehr gut machbar. Man darf eben aber nicht sich der Illusion hingeben, dass Hybrid mal so eben geht, wie man vereinigt Online und Präsenz miteinander, sondern das muss schon, damit beide Parteien, also sowohl diejenigen, die vor Ort sind, als auch diejenigen, die virtuell anwesend sind, die gleichen Möglichkeiten, die gleichen, ja, letztendlich die gleichen Teilnahme- und Stimmmöglichkeiten haben. Da muss schon relativ viel investiert sein, damit das funktioniert. Also ich sehe, erlebe es ja in meiner Hochschule jeden Tag, wenn wir Hybrid machen. Dann bedeutet das, dass letztendlich eigentlich, dass ein Professor nicht mehr alleine eine Lehrveranstaltung machen kann, weil es einen technischen Assistenten geben muss, der im Hintergrund im Prinzip all das Ganze managt, womit ein Mensch völlig überfordert ist. Auf einer Hauptversammlung würde das eben schon bedeuten, dass da relativ viel Technik im Einsatz ist. Nichtsdestotrotz, wenn das eine Möglichkeit ist, um die Präsenz zu erhöhen und auch die Teilhabe zu erhöhen, dann ist das, wäre das durchaus aus meiner Sicht nicht verkehrt. Aber Vorbedingung ist eben, dass tatsächlich hier die technischen Voraussetzungen so sind, dass sowohl jemand im Raum als auch von auswärts an dieser Veranstaltung gleichwertig teilnehmen kann. Das ist möglich, aber es ist eben schon mit einem erheblichen Aufwand verbunden. Ja, wir haben jetzt in der kurzen Zeit, in der Sie geantwortet haben, drei Rückmeldungen von Emittentenvertretern. Eins MDAX, eins S, das dritte weiß ich nicht, welches das Unternehmen ist. Ja, weil alle ziemlich gleich sagen, nein, Hybrid definitiv nicht präferiert. Hier wird auch Grund, der Aufwand vervielfacht sich, also der verdoppelt sich nicht nur im Vergleich zu Präsenz oder virtuell, sondern vervielfacht sich. Also da scheint ein großer Konsens zu sein, nach dem, was hier mir eingeht. Fragen auch zu Hybrid. Matthias Höret nochmal. Bei dem Online-Präsenzteilnehmer gleichgestellt sind, würde eine Interaktionsmöglichkeit der Online-Thema bedeuten müssen, die im aktuellen Format gerade nicht gegeben ist. Also da sind durchaus, ich sag mal, kritische Stimmen da an der Stelle zu hören. Ich weiß jetzt schön, Herr Huber, Sie haben das hier so eine Analyse gemacht und können auch nicht in die Zukunft sehen. Aber haben Sie irgendwelche, ich sag mal, ja, Erwartungshaltungen, Tipps, Erwartungen, wie das in Zukunft sich durchsetzen wird? Glauben Sie, wenn diese, ich sag mal, immer wieder verlängerte Corona-spezifische Gesetzgebung irgendwann mal ausläuft, werden Unternehmen dann die von Ihnen eingangs ja auch erwähnten virtuellen Möglichkeiten, die es auch vor Corona schon gab, verstärkt nutzen? Oder würden Sie erwarten, die große Mehrheit geht wieder zurück in rein physische Formate? Also ich denke, der Gesetzgeber wird hier auf jeden Fall den Takt vorgeben und wie wir jetzt auch gesehen haben, der wird halt das Mindestmaß vorgeben und inwieweit dann nachher die Emittenten das umsetzen, das sei mal dahingestellt. Aber wir haben jetzt im aktuellen Koalitionsvertrag mit Interesse lesen können, dass die neue Regierung auch Online-Hauptversammlungen uneingeschränkt bei der Wahrung der Aktionärsrechte uneingeschränkt gewährleisten möchte. So in die Richtung war, glaube ich, der Text.
Das heißt, wir sehen schon, dass der Gesetzgeber das im Blick hat und unsere Rückmeldung war es auch schon so, dass hier das aktuelle Aktienrecht, das hier ganz stark nur die Präsenz-HV im Blick hat und die virtuelle HV gar nicht kennt, dass das in Zukunft angepasst werden könnte in naher oder mittelfristiger Zukunft und dann die HV der Zukunft dann doch nochmal eine andere Wendung finden wird. Und inwiefern dann der Diskurs von Emittenten, Investoren und Politik dazu beiträgt und auch Interessensverbände, wie jetzt Sie beim Dirk beispielsweise, dass die HV in die eine oder andere Richtung geht. Ich denke, es wird schon digitaler werden. Vielleicht werden wir auch irgendwann im Metaverse zusammenfinden, weiß. Aber es wird sicher in die Richtung gehen, weil die Digitalisierung einfach in der gesamten Gesellschaft den Weg nimmt. Und so wird auch irgendwann die HV den Weg finden. Hier ist nochmal eine Frage auch zu Ihrer Präsentation, das Thema der Nachfragen in die HV hinein. Das haben ja 6 Unternehmen zugelassen. Haben Sie einfach nur geguckt, das ist zugelassen oder nicht? Oder hatten Sie auch ein bisschen Informationen sammeln können oder in Erfahrung bringen können? Wie hat das funktioniert? Wie ist das angenommen worden? Ist das ein Tool, was häufig genutzt worden ist oder war es einfach zugelassen, aber es wurde gar nicht genutzt? Können Sie da irgendwas beobachten? Ja, also wir haben keine Rückmeldungen eingeholt oder Recherchen angestellt bei den einzelnen 6 betroffenen Gesellschaften. Ja, man hat in den Medien natürlich ganz oft die Deutsche Bank als Vorbild hier genannt gehabt, aber wir müssen uns ja bei wissenschaftlichen Analysen auf vorhandene Datenlage festlegen, die auch von externen, von Dritten jederzeit nachprüfbar sind. Und da hat sich jetzt nichts ergeben, dass man da nochmal eine Wertung hätte vornehmen können. Aber die vorhandenen 6 Gesellschaften haben eben alle in der HV-Einladung, musste es zumindest gewesen sein, die Möglichkeit der Nachfrage eingeräumt und meistens schriftlich, bis auf bei der Deutschen Bank eben auch virtuell per Video. Genau, das Eine wäre ein Frage, Herr Schulz. Forschungsfeld, was interessant ist, fordert aber in der Tat jemanden, der dann sich die Hauptversammlung von vorne bis hinten dann auch zu Gemüte führt. Und das war in diesem Forschungsdesign eben so nicht vorgesehen. Eine Frage, die auch mehrfach gestellt worden ist, unter anderem vom Hans Lang, auch von Sira. Haben Sie untersucht oder die Daten vorliegen, wie sich aufgrund der einfacheren Teilnahme im virtuellen möglicherweise die Zusammensetzung der Teilnehmer geändert hat? Waren das jetzt mehr internationale? Waren da mehr oder weniger Kleinaktionäre? Also waren Sie nicht da, weil es keine Würstchen gab? Oder waren Sie da, weil Sie nicht mehr hinkonnten? Konnten Sie da irgendwas feststellen? Also diese Daten sind auch nicht zugänglich. Das konnten wir nicht berücksichtigen. Nein. Die Aktionärstrukturen bei ihren Mitgliedern, das wissen Sie ja alle selbst, sind ja sehr unterschiedlich, sehr differenziert untereinander. Manche Gesellschaften haben stärker ausländische Investoren, wobei ja gerade auch in den DAX-Gesellschaften eh überwiegend ausländische Investoren vorhanden sind. Aber manche sind halt mehr heimisch orientiert, andere sind halt eher ausländische Investoren. Da liegt es auch ein Teil an der Gesellschaftsform, ob jetzt hier eine KGaA oder eine SE oder wie auch immer vorliegt. Das ist schon sehr unterschiedlich. Aber wie gesagt, wir haben hier keine öffentlich zugänglichen Daten, dass wir da jetzt nochmal in der Teilnahme hätten tiefer gehen schauen können. An der Stelle wäre sicherlich auch eine Überlegung, die darauf eingeht, nämlich tatsächlich bei den sehr unterschiedlichen Aktionärsstrukturen diese einmal dann auch zu befragen nach dem Motto, wie sieht es denn zukünftig aus? Denn ich kann mir persönlich nicht vorstellen, dass wir wieder in eine vor Corona-Zeit vollständig wieder zurückkehren werden. Das werden wir weder bei Dienstreisen und Ähnlichem noch bei der Form, wie wir miteinander kommunizieren. Und ich glaube, ich bin mir ziemlich sicher sogar, dass da auch eine Hauptversammlung durchaus
diesen Weg gehen kann. Wie weit das ist, das wird man dann sehen. Und das wird sicherlich auch von Gesellschaft zu Gesellschaft sehr, sehr unterschiedlich sein, je nachdem, was für eine Strukturen man hat und was für eine Ausrichtung man hat. Aber das muss ja auch nicht bedeuten, jetzt wo es eine Möglichkeit dazu gibt, und diese Möglichkeit gab es ja auch vorher schon, dann auch tatsächlich unterschiedliche Formate angepasst an die Bedürfnisse der jeweiligen Unternehmung in ihrer Aktionäre dann auch zu definieren. Es kommen hier zahlreiche Anmerkungen rein. Mit großem Dank an Sie, Herr Schwing und Herr Hubert, für die Durchführung der Studie und dass die sehr interessant sei alles. Es geht sogar vereinzelt jetzt so weit, dass schon Wünsche geäußert werden, wenn Sie das dann im nächsten Jahr wiederholen, diese Studie, ob Sie da zum Beispiel auch, ich sag mal, die Dauer der Debatte und nicht nur die Anzahl der Fragen irgendwo messen könnten als eine der Anregungen. Und mehr als einmal wird genannt, oh, je mehr auch qualitative und nicht nur quantitative Aspekte in die Umfrage eingebaut werden könnten, desto besser. Das lasse ich mal so stehen. Ich glaube, es ist allen bewusst, dass das ein großer Mehraufwand für die ganze Sache wird. Aber als Zeichen des Interesses an der Studie kann man das sicherlich da werten. Ich erlaube mal hier außerhalb dieser Präsentation von einer Umfrage zu berichten, die wir durchgeführt haben im Mid-Cap Roundtable. Das ist ein Gremium innerhalb des DIRK, wo von großen SDAX-Unternehmen bis kleinen DAX-Unternehmen alle Unternehmen vertreten sind, die Mitglied im DIRK sind. Und da machen wir immer regelmäßig oder in unregelmäßigen Abständen Umfragen. Wir haben jetzt in einer der Sitzungen gefragt, in welcher Form plant ihr die Hauptversammlung 2022 durchzuführen? Und es gab 5 Antwortmöglichkeiten. Entweder in jedem Fall physisch, wahrscheinlich physisch. Das ist noch nicht entschieden. Als vierte Antwortmöglichkeit wahrscheinlich digital oder in jedem Fall digital. Und das Ergebnis ist sehr, sehr eindeutig. Das 50%, das war eine sehr große Response-Quote von über 65%. Dass 50% der Unternehmen, die geantwortet haben, gesagt haben, wir machen es in jedem Fall digital. Und 39% haben gesagt, wir machen es wahrscheinlich digital. Und das Extrem auf der anderen Seite, in jedem Fall physisch, hat null, nämlich niemand angekreuzt. Also für die, die hier das Ergebnis nicht können, wir werden es auch bald veröffentlichen, ein sehr klarer Trend für 2022 in Richtung erneut digitalen Formats einer Hauptversammlung. Wir rufen immer auf, und ich tue das auch gerne an dieser Stelle nochmal als Tipp, wirklich auch unseren Emittenten, unseren Mitgliedern, den IR-Kolleginnen und IR-Kollegen rufen wir zu, nutzt die Chance, die die jetzige Gesetzeslage einfach bietet. So risikofrei, wie man in dieser Zeit eine virtuelle Hauptversammlung durchführen kann und damit auch mal neue Dinge ausprobieren kann, was denn alles möglich ist und wie es denn überhaupt ankommt oder was die Aktionäre denn haben möchten oder wie der Vorstand dazu steht, wenn das tatsächlich mal durchgeführt hat. So eine Chance wird so bald nicht wiederkommen. Ich teile die Einschätzung von Professor Schöning und dem Herrn Hubert, dass wir in der Post-Corona-Zeit eine wie auch immer geartete gesetzliche Regelung haben werden. Ich fürchte, dass die Möglichkeiten und die Freiheiten, die man da hat, in keinster Weise vergleichbar sein werden mit denen, die wir im Moment haben, sondern dass ein strengeres Haftungsregime dann wieder Einzug erhalten wird. Und ich fürchte so ein bisschen, dass dann die Chance vielleicht, die wir alle gemeinsam als Kapitalmarktteilnehmer, seien wir Emittenten oder Investoren, damit vertun, doch dieses moderne Format etwas weiterzuentwickeln und mit der Hauptversammlung endlich mal im 21. Jahrhundert anzukommen, dass wir diese Chance vertan werden. Die Kritik an der deutschen Hauptversammlung allgemein, dass das nun keine besonders prickelnde Veranstaltung ist, sondern sehr von Formalien geprägt ist, gerade im internationalen Vergleich, ist nicht neu. Deswegen unser Petitum, probiert so viel wie es geht. Unsere Stunde ist vorbei. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich beim Professor Schöning, bei Herrn Rupert, bei all den Teilnehmern. In der Spitze waren wir über 180 Leute, die das Interesse gezeigt haben, die Zeit sich genommen haben, hier uns zuzuhören. Die Fragen, die auch häufig kommen, sind: Ja, wir werden die Präsentationen, vor allen Dingen die Slides, wahrscheinlich ab morgen Mittag auf der Dirk-Webseite veröffentlichen. Also jeder hat die Möglichkeit, die da nochmal nachzulesen. Es ist bei allen unseren Webinaren besteht kein Bedarf, mit Screenshots zu arbeiten und die Folien abzufotografieren, sondern sie sind zugänglich.
Ich möchte nicht schließen, ohne Ihnen, Herr Ruppert, nochmal ganz persönlich alles Gute zu wünschen, denn Sie haben jetzt im Weg Ihr Kolloquium, Ihre mündliche Prüfung zum Master. In anderthalb Stunden werden Sie dann als Master sozusagen wieder nach Hause gehen können. Deswegen danke ich Ihnen ganz besonders, dass Sie sich die Zeit genommen haben, hier uns und unseren Zuhörerinnen und Zuhörern zur Verfügung zu stehen. Der Dank geht natürlich auch an Sie, Herr Schöning. Vielen, vielen Dank in den Süden Deutschlands und allen Teilnehmern eine wunderschöne Adventszeit. Ich wünsche viele besinnliche Tage noch, ein frohes Fest und einen guten Rutsch. Tschüss und auf Wiederhören.